Mama. Jo. Ach, es wird also wieder eine Fleischwursthulde. Oh nein. Ich meinte, weil du die Taschentücher holst, was ich sage. Das wird super. Aber du bist woanders, oder hast du dein Büro umgeräumt? Ich habe umgeräumt gestern. Sieht gut aus. So mit Blümchen und Zeug. Ja, ja, das ist quasi einfach die andere Seite von dem Raumteil, da wo ich sonst hinter sitze. Ja, aber so mit Licht und Umgebung und du. Warte mal. So. Wie laut hört man eigentlich die Pumpe vom Aquarium? Überhaupt nicht. Gut. Ausgezeichnet. Hey, ja, wir waren bei der Frage, ob du in der Stadt warst und erfolgreich gejagt hast. Ich habe erfolgreich gejagt und alles das bekommen, was ich bekommen musste und nichts von dem bekommen, was ich bekommen wollte. Das ist einerseits sehr schade und andererseits sehr gemein. Das ist sehr gut für das Portemonnaie, sehr schlecht für... für was eigentlich? Nein, eigentlich ist es total gut. Das heißt, du wirst es jetzt online bestellen? Genau. Mhm. Aber noch nicht, sondern erst, wenn ich weiß, wann ich wo bin, was auch alles wieder schwieriger wird, als man glaubt, weil man hat ja eine nicht optionale soziale Verpflichtung. Voll, Menschen. Super. Ja, genau das. Dinge wurden stressig. Hätte man einfach nur nicht mit Menschen gesprochen. Ich bin irgendwie relativ wenig überrascht, aber ich bedauere dich sehr. Aber auf der Haben-Seite steht, ich habe neue Gitarrenseiten. Das ist ausgezeichnet. Ja. Und eine lustige, einen lustigen Tipp, beziehungsweise eine lustige Entdeckung gemacht. Mhm. Oder gemacht. Mein Gitarrenladen führt keine Audio-Interfaces. Okay. Aber er sagte, guck doch einfach mal bei folgender Adresse. Das ist ein Tonstudio, die verkaufen auch Elektronik. Mhm. Also Studio Elektronik. Mhm. Stellt sich raus, es ist nebenan. Fuzzi. Also, Fußweg, keine Ahnung, 10 Minuten. Mhm. Also, ja. Es wird überhaupt nicht böse enden, nehme ich ab. Hier wird gar nichts eskalieren, nein, nein. Natürlich nicht. Mhm. Ja. Da muss ich dann mal anrufen demnächst. Mhm. Ja, naja, wir haben ja gestern schon eine Folge aufgenommen. Ihr seid übrigens bei den Trash-Gut-Talkers, Hallöchen. Hallo. Wir hatten gestern uns über Gewitter unterhalten. Und du hattest mir eine hosenlose Existenz versprochen. Du hast mich angelogen. Nicht versprochen. Versprochen wäre zu viel. Halt das eigentlich sehr? Ich habe das Gefühl, es halt hier. Es halt mehr als sonst, aber ich glaube, es ist echt okay. Ah, das ärgert mich. Das soll nicht halt. Nicht in dem Maße, dass ich sagen würde, das ist komisch. Versprochen wäre zu viel gesagt. Wie ich ja beim letzten Mal schon sagte, das ist sehr viel Hühnerknochen und Runen werfen. Naja, und was soll ich sagen? Ich kann weder werfen noch fangen. es gab also eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich mich irre, die war relativ groß. Wie war es denn so? Wir hatten das Glück, wir waren in dem dunkelroten Fleck die dünnste Stelle. Mhm. Also auf Deutsch gesagt, wir waren genau in der Schiene, wo es ganz knapp relativ schnell dann wieder weg war. Aber wir hatten bestimmt 3 Stunden Wetterleuchten. Mhm. Und vielleicht eine halbe richtig ernstzunehmendes Gewitter. Mhm. Wie gesagt, meine Paranoia in der Hinsicht ist sehr ausgeprägt aus Gründen. Weil ich bin irgendwann mal, also ich hatte als Kind nie Angst vor Gewitter, großartig. Ja. Aber wir sind irgendwann mal während einer Radtour von einem Gewitter überrascht worden. Natürlich, mitten im Wald, mitten am Teich. Na klar. Was nicht schön ist. Mhm. Da hat dann meine Mutter uns Kinder, weil sie wirklich nicht wusste, was sie mit uns war, weil es hat auch getrauscht ohne Ende, also es war echt nicht cool, hat uns in so ein du kennst doch diese Häuschen, wo das Streusalz drin ist. Ja. In so ein Plastikhäuschen gepackt, ja, damit wir erstmal in Sicherheit sind. Und seitdem mag ich keine Gewitter mehr. Das ist mir. Okay. Nee, das brauche ich nicht.
unbedingt. Ja, und wie gesagt, hier in der Wohnung ist es mir sowieso nicht geheuer, weil aus Gründen. Ich meine, ihr könnt euch ja relativ schnell selbst evakuieren. Das ist halt in meinem Fall eher ein bisschen technisch kompliziert. Nicht unmöglich. Ich meine, wir hatten das schon, aber schwierig. Mhm. Und deswegen bin ich dann gestern ungefähr 12:45 oder so, wo es dann richtig interessant wurde. Habe ich dann mein Köfferchen gepackt, mein Notfallrucksack, hat mich voll angezogen. Jonas hat völlig unter Eindruck neben mir gelegen und geschnarcht. Den hat das alles nicht interessiert. Ich will das auch können. Andererseits leben wir noch, weil wir das nicht können. Aber das ist ein anderes Thema. Das war beeindruckend. Also ich möchte das, eigentlich ist das ein Skill, den ich auch haben möchte, wenn ich groß bin. Andererseits bin ich mir sehr sicher, wenn ich diesen Skill habe, werde ich nicht groß. Also, ja. Nee, aber wäre es richtig schlimm gewesen, hätte ich auch von Jonas geweckt, dass der sich was anzieht. Aber nö, es war dann eigentlich in einer Dreiviertelstunde war es dann durch. Passt schon. Ausgezeichnet. Nee, aber ich mag kein Gewitter. Gewitter ist nicht cool. Ja, hier ist gestern auch einmal ordentlich durchgefegt, was an sich nicht weiter schlimm war. Was ein bisschen unangenehm war bei der ganzen Geschichte, war, dass es stark gehagelt hat dabei. Okay, nee, also hart war keiner, es hat nur geregnet, wie verrückt. Weshalb es meine ganzen Blumen ordentlich durcheinander gehauen hat und da einiges kaputt gegangen ist. Ich habe noch den Tomaten tatsächlich noch nicht geguckt, ich habe ein bisschen Angst, aber also, soweit ich mitgekriegt habe, war es nur Regen und kein Hagel. Na dann. Also kein großkörniger Hagel, das war maximal halben Zentimeter Durchmesser, aber... Die Pflanzen reicht halt trotzdem. Ja. Na, das ist halt das. Ach. Genau das. Ja. Ansonsten, mit dem Fischglas haben wir keine Verluste mehr zu melden. Sehr gut. Also das scheint zu funktionieren mit unserem Filtertrick. Gefällt mir sehr gut, dass es jetzt mittlerweile sich ein bisschen eingespielt hat. Ja. So, und die machen jetzt so, denen geht's gut. Immer. Ja. Und jetzt warte ich nur, dass der Jonas von Arbeit heimkommt und Döner mitbringt. Nom nom nom. Ausgezeichnet. Schon. Ja, ich habe eine etwas größere Tour vorhin gemacht durch Frankfurt. Noch verschiedene Stationen abgeklappert. Was auch zur Folge hat, dass ich ausnahmsweise mal mein Schrittziel erreicht habe. Ja, voll gut. Ja. Jo. Hattest du denn gestern ein schönes Blatthering-Schläfchen? Nein, ich habe überhaupt nicht geschlafen beim Blathering. Ich bin beeindruckt. Ich bin einfach vorher wieder aufgestanden, bevor ich eingeschlafen bin. Ich habe quasi im Blathering ein Dingens geschlagen. Ist die eine Qualle untergegangen oder habt ihr die tiefer gehängt? Nein, die habe ich tiefer gelegt. Okay. Wir hatten die vorgestern komplett rausgenommen, weil ich immer noch finde, sie passt in der Größe nicht rein. Aber jetzt, wo sie etwas tiefer hängt und im Hintergrund, macht sie sich meiner Meinung nach ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall. Gefällt mir. Ja. Nee, aber vor allem eben, wie gesagt, dass wir keine weiteren Verluste zu vermelden haben. Das finde ich sehr gut. Ja. Aber was müssen diese Viecher auch so dumm sein? Ja nun, das hat schon einen Grund, warum es nirgendwo die Schlagzeile gibt. Neons haben ihr erstes eigenes Auto gebaut. Neons auf dem Mond. Aber es scheint, als mögen die dummen Augen auch den neuen, die neue tiefer gelegte Quelle. Okay. Ich habe jetzt schon zwei da drin rumhupfen sehen. Ja. Also ob sie da aus Dummheit drin sind, weil sie erst lange brauchen, bis sie das wieder, bis den Ausgang wiederfinden, das weiß ich nicht. Aber sie scheinen das auf jeden Fall zu mögen. Jo, ja, schön. Und wie gesagt, ansonsten spielen sie ja den ganzen Tag mit dem Luftstrom. Den scheinen sie voll gut zu finden. Ausgerechnet. Was für hübsche Tiere. Ja, schon.
Ja, und wie gesagt, mit den Dornaugen, das hat sich auch. Also, als ich früher angefangen habe, hat es immer geheißen, nein, maximal eins, nicht in Gruppen halten, Gedöns-Dinge. Mhm. Mittlerweile ist eigentlich sogar die Empfehlung, dass du sie in mindestens 3er-Gruppen hältst, wenn nicht mehr. Weil sie dann wohl auch wirklich ein bisschen aktiver sind und Zeug. Und also das scheint sich in den letzten Jahren gewandelt zu haben, ob du die in Gruppe halten sollst oder nicht. Aber so vom Verhalten her würde ich behaupten, fühlen die sich wohl. Könnte man meinen, gell? Sind ja jetzt 4 Stück. Mhm. Und ich hab den Eindruck, die mögen das. Ja. Die sehen nicht unzufrieden aus. Ja. Gut, zugegebenermaßen wüsste ich jetzt auch bei vielen Fischen eher nicht, wie rotzige Fische aussehen, aber... Die schwimmen verkehrt rum und oben. Ja, das stimmt. Aber da die Dornaugen nicht versuchen, sich in der Selbstmordkammer anzustellen, gehe ich davon aus, dass es dir gut geht. Ja. Ach. Oder die glauben einfach nicht an ein besseres Leben danach. Das ist auch sehr gut möglich. Aber wahrscheinlich üben sie auch nur keinen Suizid, weil sie keine Hosentaschen für die Steine haben. Das wäre sehr lustig. Achso, erinnere mich mal dran, dass ich gleich einen Ton am Telefon ausmache. Okay. Den habe ich nämlich extra angelassen, falls du mir schreibst, während ich ein Schläfchen mache. Mhm. Damit ich dich nicht überhöre. Aber du bist ja jetzt hier. Ja, ich das war eher... So eher was knapp. Ähnliches wie wach. Das war eher knapp, dass ich aufstehe. Mein Wecker zweimal weggedrückt. Mhm. Eigentlich habe ich genug geschlafen heute Nacht, aber naja, dann liegst du mal wieder im Bett und machst ein Mittagsschläfchen und ne? Ja, ich kenne das Problem. Das Schlimme ist ja immer nur das wieder aufwachen. Ja. Das Schlafen ist nicht das Problem. Ja, nee, also heute ist auch wieder so ein Tag, wo ich den alten Mann für seine Schmerzpflaster sehr beneide. Mhm. Aber nun. Kann der Teil nachher mit der Stressigkeit der Menschen drin bleiben oder betrifft das Menschen, die das hören würden? Nein, das geht darum, dass die Oma mich unbedingt sehen will, wenn ich Geburtstag habe, was zur Folge hat, dass ich meine gesamte Tagesplanung umschmeißen muss, um zur Oma zu fahren. Nee, bloß weil das gerade gekommen ist, als frisch die Aufnahme lief, deswegen frage ich, ob ich das rausschneiden soll. Überlasse ich dir. Wie heißt das denn, was ich da gegessen habe vorhin? Ah, Eier, so. In welcher da Reichungsform? Nein, ich habe, Menschen wollen kommunizieren. ich war ja, wie gesagt, in der Stadt unterwegs. Mhm. Und habe, voll vergessen zu frühstücken. Mhm. Sprich, ich kam entsprechend hungrig nach Hause, nach, weiß nicht, 2,5, 3 Stunden unterwegs sein. Mhm. Nee, das ist zu viel. Sagen wir 2 Stunden unterwegs sein. Mhm. Und habe Bud Spencer Gedächtnispfanne gemacht. Ausgezeichnet. Also sprich, eine Dose Bohnen und 2 Spiegeleier. Perfekt. Was braucht der Mensch mehr? Ja, genau das. Mal gespannt. Die Dame versucht, einen Geburtstagskuchen für mich zu machen. Hallo, liebe Dame. Schöne Grüße. Grüße. Was natürlich auch lustig ist, weil ich sagte extra der Oma, nee, bitte besorg keinen Kuchen, wenn ich dann vorbeikomme bei dir. Weil man kennt das ja. Wir wissen alle, wie es enden wird. Ich hoffe, ich bin mal gespannt, ob ich einfach von Kuchen was mitnehme und sag hier, selber Kuchen mitgebracht. Ja. Mal schauen. Ich mag ja die Oma, aber manchmal sind diese Menschen einfach ein bisschen kompliziert. Ja, vor allem diese Zeitplanungsdinge, das ist denen allen nicht gegeben. Das ist sehr ja, also ich verstehe die Oma ja schon, die erlebt ja nichts mehr und dass sie sich dann freut, wenn ich eh in der Gegend bin, dass ich vielleicht da mal vorbeischaue. Ja, sehe ich ein. Ja, und sie hat ja auch manchmal überrascht die mich, ne? Die ist Jahrgang 35, 37 oder so, also schon ein bisschen älter. Und dann kommen so Sachen wie, ja, ich rufe dich dann einfach an deinem Geburtstag an, um dir zu gratulieren. Ich würde dich ja auch früher anrufen, aber irgendwie darf man das ja in diesem Land nicht früher gratulieren zum Geburtstag. Das habe ich noch nie verstanden. So,
dieses Infragestellen von Traditionen kann die Oma sehr gut. Und auf der anderen Seite dann dieses, wie, ich soll keinen Kuchen besorgen, wenn du zum, also das, ja, versteht sie dann wieder nicht. Naja. Ach nein, aber wir hatten ja jetzt auch, wie gesagt, bei meiner Oma Geburtstag zwei große. Ja. Und sie versteht halt so Sachen wie, ich bin jetzt 89, ich muss nicht mehr für 200 meinen Kuchen backen. Ja, das, ja, ja. Nein, das ist unmöglich, in das Köbel näher zu kriegen. Das kann man einfach aufgeben. Ja, geht nicht. Aber naja, das ist dann halt. Also wir hatten letztes Jahr, dieses Jahr hat sie tatsächlich, weil wir alle geschimpft haben, hat sie es dieses Jahr tatsächlich gelassen, hat welchen gekauft. Okay. Und wir haben letztes Jahr 8 Kuchen gebacken. Mhm. Für 12 Mann. Keine weiteren Fragen. Ja. Ich meine, ich hab's lieb, aber ist. Na? Ja. Also sie werden halt doch alle ein bisschen starrsinnig und. Nein, also ganz ehrlich, die war mit 60 nicht anders. Die war mit 60 nicht anders. Okay. Die war wahrscheinlich auch mit 20 nicht anders, da habe ich sie bloß noch nicht gekannt. Also die Ochsigkeit, die ist in der Genetik. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Das Okay. Das ist einfach ein Ding dieser Familie, ja. Das ist. Genauso wie der Umgang mit Körpern. Okay. Das ist genauso dieses, das geht, weil das hat sie gehen. Ja, ja. Und genau das ist das. Ja, also über diese Schlafsache müssen wir irgendwie dringend reden. Das ist alles nicht halbes und nicht ganzes. Ja. Ja. Ja, nun. Ja, ansonsten habe ich heute wieder fleißig Königsbuch getan. Gasthausaufgaben gemacht. Sehr gut. Ja, und ich denke, deine Geschichte wird dir gefallen. Okay, musst du langsam mal anfangen zu lesen, glaube ich. Es sind 34 Seiten, also die kriegst du schnell. Die kriegst du schnell rum. Na gut. Also, du kannst natürlich selbstverständlich trotzdem schon anfangen, aber. Ich denke, das wird relativ fix gehen. Ich habe es heute in der Badewanne gelesen. Ja. Die erste Geschichte ist auch schon fertig. Mhm. Die macht eigentlich auch keinen allzu schlechten Eindruck. Okay. Also ich habe Hoffnung, dass es mal wieder ein akzeptables Buch ist. Ich will nicht von gut sprechen, aber akzeptabel. Ja, was habe ich sonst heute gemacht? Ich häkle gerade wieder Dinge. Okay. Noch unsicher, in welcher Form und Darreichung. Ja. Weil ich habe so lustige Regenbogenwolle und fand die voll gut. Dauerlicherweise habe ich davon aber so wenig, dass du genau nichts Sinnvolles damit anfangen kannst. Aber mal gucken. Oh, irgendein Quatsch wird es schon werden. Ja. Aber deine Sense habe ich nicht vergessen. Die kommt noch, aber da muss ich mir erstmal was einfallen lassen. Wahrscheinlich werde ich das Sensenblatt 3D drucken und dann umhäkeln. Okay. Aber das muss ich sehen. Mhm. Und dann muss ich noch in den Baumarkt mir einen Besenstiel kaufen. Ja. Ich war am überlegen, ob man das nicht einfach aus so ganz dünnem Bastelholz aussägen kann. Kann man bestimmt, aber wie gesagt, so scheiß Besenstiel. Nee, das Sensenblatt meine ich. Ach so, ja, geht garantiert auch, aber wofür haben wir denn 3D-Drucker? Auch wieder wahr. Ich meine, Jonas muss doch auch beschäftigt werden, sonst ist der doch auch ein. Stimmt. Du weißt doch, wie das ist. Ja, aber auf jeden Fall, das ist noch in Arbeit. Das habe ich nicht vergessen. Mhm. Aber du möchtest die schon in Originalgröße, richtig? Ja. Ja, gut. Das kriegen wir hin. Sehr gut. Das wird super. Oh ja. Ah. Aber die ist dann halt nicht zum Kuscheln, ne? Nö. Dann kriegen wir das hin. Die soll ja quasi nur Wolle drumherum haben, dass mir im Büro keiner sagen kann, ich würde mit Waffen durchs Büro laufen. Genau das. Nein, das kriegen wir hin. Das ist nicht das Problem. Und es ist dann immer noch hart genug, um es Leuten auf den Kopf zu hauen. Sehr gut. Ach. So mag ich das am liebsten. Genau. Dann habe ich heute festgestellt, ich habe Küchenkobolde. Auf die gute Art? Es sind Kaffeetassen verschwunden.
von denen ich sehr sicher bin, dass ich sie eigentlich in einem speziellen Schrank gelagert hatte. Offensichtlich aber nicht. Das, also na, meine erste Vermutung wäre, nein, die sind nicht verschwunden, die sind zum Kaffeetrinken bei deiner Oma gelandet. Nee. Der Jonas einfach mit nach unten genommen, weil deine Oma gesagt hat, ich brauche noch 4 Kaffeetassen. Nee, ist sehr unwahrscheinlich, weil erstens, Oma hat in etwa so viele Kaffeetassen, wie sie Decken hat. Okay. Und über die Deckenproblematik hatten wir uns ja schon mal auseinandergesetzt. Der große Dektator. Genau. Nee, wir hatten, also wir, Jonas und ich, wo Jonas hier eingezogen ist, haben wir unseren in der Küche den Glas, das Glasregal sehr ausgedünnt. Mhm. Weil da eh Zeug draufsteht, wo ich nicht, also da stand Zeug drauf, wo ich nicht standardmäßig immer ran musste. Mhm. Das heißt, da stehen jetzt nur noch die großen Kaffeetassen drauf und diese Dinger, wo eben Jonas ja jeden Tag seinen Kaffee raustrinkt und so weiter. Und ich nehme an, die kleine Kaffeetasse, diese, was weiß ich, 125 Milliliter Tasse oder ja, was das ist. Ja. Dass ich die in den richtigen Glasschrank, wo jetzt die anderen Gläser stehen, hab verräumen lassen. Ich dachte halt nur, ich hätte eine von diesen Tassen draußen stehen lassen. Hm. Aber wie gesagt, das ist höchstwahrscheinlich einfach nur eine Verwirrung meinerseits. Nee, weil ich wollte nämlich heute mal einen Kakao trinken, aber ja. Ich habe dann beschlossen, nein, ich bin fett genug, ich brauche keinen Kakao. Ja. Hm. Ach, ach. Aha, ja. Guter Punkt. Ja, ansonsten habe ich jetzt die Basteldinge fertig. Okay. Da werde ich morgen dann, wenn das Wetter danach ist, mal diese Kontrastfirnis noch drauf machen. Mhm. Und dann gehen die an die Post. Sehr bald. Okay. Und ja, das ist soweit durch dann. Ja. Ja. Und der Rest ist nur noch häkeln und wenn ich ganz viel Lust habe, mache ich mal wieder so ein Diamantbild. Das habe ich nämlich auch noch rum. Für alles Folgende muss ich dich mal 5 Minuten alleine lassen. Ich brauche neues Wasser, neuen Kaffee und habe was in der Post bekommen, was mich irritiert, aber beglückt hat auf eine skurrile Art und Weise. Okay, halt klein gehen müssen. Ich bin gleich wieder bei dir. Okay. Ja, liebes Publikum, ich weiß auch nicht so richtig, was ich euch erzählen soll. Wie gesagt, es sind keine allzu spektakulären Dinge mehr passiert. Mein Gott, ist der Kerl groß. Also ich sehe ja gerade den Hendrian durch die Tür laufen. Er muss schon fast den Kopf einziehen, um nicht im Türrahmen hängen zu bleiben. Das vergesse ich jedes Mal, wie groß dieser Mensch ist. Und das, obwohl ich ihn jedes Mal vorstelle, als der Freund mit den großen Füßen. Wie gesagt, gebastelt in letzter Zeit wieder viel. Wird auch wieder mehr werden, denke ich. Wenn ihr also spezielle Wünsche habt, dürft ihr die gern äußern. Ansonsten, wie gesagt, machen wir hier so Quatsch und Dinge. Wenn ihr da Empfehlungen habt, die ihr gerne mal mit uns bequatschen wollt oder wo ihr wollt, dass wir die bequatschen, könnt ihr euch da auch gerne an uns wenden. Irgendwelche Menschen geben uns tatsächlich auch regelmäßig Rückmeldungen auf YouTube, das verwirrt und freut mich aber gleichermaßen sehr. Auch da könnt ihr uns also konsumieren, wenn ihr möchtet. Castro scheint seine technischen Probleme wieder einigermaßen in den Griff gekriegt zu haben. Zumindest beim letzten Versuch war es dann wieder möglich, uns zu abonnieren. Hallo Hendrian, du hast, glaube ich, aus Versehen deine Kamera ausgemacht. Ja, also das Castro-Problem scheint jetzt gelöst zu sein. Ich habe keine Ahnung, was nun wirklich das Problem war. Ich denke einfach, dass die länger brauchen, ehe sie ihr Directory wieder auf die Reihe gekriegt haben und so Sachen und Dinge und ja. Genau. So, was gibt's sonst Neues? Wie gesagt, im Dela-Garten und auf der Dela-Bench gedeiht es und wuselt vor sich hin. Tomaten werden langsam die Zuckerschoten haben jetzt überall den Kopf rausgestreckt. Jonas hat vorgestern, weiß ich gar nicht mehr, Kräuter angesät. Aber ich glaube, das habe ich gestern alles schon erzählt, wenn ich mich nicht täusche. Ach ja, und wir haben einen Tomatendieb. Wir haben irgendwelche lustigen Amseln oder irgendwas derartiges im
Garten unten auf der Wiese rumhüpfen. Und offensichtlich bauen die gerade ein Nest, weil am Fressen kann es nicht liegen. Aber irgendjemand hat die ganze Zeit Papas Tomaten ausgebuddelt und abgebrochen und weggeschleppt und getan und gemacht. Und wir hatten dann extra schon so ein Gitter drumherum gebaut. Das hat aber nicht funktioniert, war dann trotzdem ausgeräubert. Und dann hat Jonas seine Wildkamera mal kurz aufgestellt und stellt sich raus. Offensichtlich ist das ein Vogel, der das macht. Und als wir dann den Verdacht schon hatten, haben wir die Viecher mal ein bisschen genauer beobachtet und stellt sich raus, die klauen auch Pflanzenkram aus dem Komposthaufen und schleppen den weg. Und da die, wie gesagt, so Grünzeug ja eigentlich nicht fressen, gehe ich mal straff davon aus, dass die versuchen, aus unseren Tomatenpflanzen sich ein Nest zu bauen. Meine lassen es zum Glück in Ruhe, bis jetzt sind es nur Papas Pflanzen. Aber das habe ich tatsächlich auch noch nie erlebt. Dass die Amseln die Pflanzen kaputt hauen. Aber vielleicht haben sie auch nur eine persönliche Vendetta mit meinem Vater. Das möchte ich nicht ausschließen. Und außerdem, wie jeder weiß, Vögel sind Arschlöcher. Ja. Nun. Aber wie gesagt, Stille kann ich dann automatisch rausschneiden. Da hat ja auch Phonik jetzt dieses wunderschöne Feature. Aber ich glaube, ich werde die Gelegenheit gleich nutzen, um nochmal einen Raum zu gehen. Entschuldigung. So, ich werde mal kurz rauchen gehen und bin dann sofort wieder bei euch. So. Moment, Adrian. Ah, wir machen Schichtwechsel, sehr schön. Ja, eine neue Tasse Kaffee gekocht, damit ich nicht einschlafen muss. Je, oh je, was wäre das Leben ohne Kaffee? Eine frisch gebrühte Tasse Kaffee macht den Tag doch erst zu einem richtig guten Tag. Kaffee. Nichts sagt so sehr Gemütlichkeit wie ein Nachmittag mit einer Tasse frisch gebrühtem Kaffee. Oh ja, weißt du, worauf ich stehe? Kaffee. Kaffee und Zigaretten, weil Nuttenfrühstück geht immer. Palam, palam. Erst rein, dann raus. Ela ist im Haus. Kannst du mich hören? Ich kann dich hören. Ausgezeichnet, weil gerade konntest du mich nicht hören. Das ist korrekt, was aber auch keine Besonderheit ist bei unserer Art der Kommunikation im Discord. Das ist vollkommen richtig so. Ja, bist du denn glücklich mit deinem Kaffee? Ich bin glücklich mit meinem Kaffee. Ausgezeichnet. Dinge, die ich dir noch nicht gezeigt habe. Ich werde ja bald 40. Ja. Also noch nicht, aber in ein paar Jahren. Warte kurz. Dein Kamerabild ist gerade eingefroren, deswegen schlage ich vor, machen wir das gleich in wenigen Sekunden, wenn ich wieder die andere Kamera habe. Das können wir auch machen. Dann, werde ich einfach an der Stelle weitermachen, wo ich gerade aufgehört habe. Okay. Ach, ach. Ja, Discord-technisch immer sehr, sehr schwierig aus Gründen. Aber es läuft. Es läuft nur mit Schmerzen, aber es läuft. Ja, ein Discord wie unser Leben, oder? Genau das. Ach, ach. Es ist so ungewohnt, diesen Arbeitsplatz hier zu haben. Mit Tageslicht. Ich weiß auch noch aber nicht, was ich davon halten soll. Es sieht tatsächlich nicht schlecht aus. Also es ist weder überbelichtet noch... Ja, aber es ist so seriös. Ja, ja. Naja, hatte es denn einen tieferen Sinn, dass du auf die andere Seite umgezogen bist? Ja, auf die andere Seite des Raumteilers, wo jetzt der Schreibtisch stand bislang, soll das Bett hin. Ah, ich verstehe. Quasi damit jeder einen Raum hat. Genau das. Plan B wäre halt, das Bett an diese Stelle hier zu stellen, aber A, gut, hat natürlich den Vorteil, du bist von der Tür direkt im Bett. Hat den Nachteil, alle Nachbarn gucken dir ins Bett. Deswegen, ja, nur, ich meine, Schild ans Fenster mit Paperlink, dann geht das schon. Es wäre vielleicht eine Art Dienst an der Gesellschaft, weil hier sind sehr viele einsame alte Damen. Aber
Andererseits, gut, es wäre natürlich die Möglichkeit, Immobilienmogul zu werden, weil dann hier nach und nach Wohnungen frei werden, die ich aufkaufen könnte. was macht meine Kamera jetzt für Dinge? Das liegt an mir. Das ist nur, weil hier in der Küche mein Internet ein bisschen... Nein. Meine Kamera hat spontan überlegt, ob sie milchig wird und komische Belichtungsdinge tut. Nein, die kennt Licht halt auch noch nicht so. Das ist nur, weil ich es verschrien habe. Möglich. Oder weil draußen die Sonne rauskommt, wer weiß. Genau, das ist also direkt am Fenster wollte ich das Bett nicht haben. Ja, das verstehe ich. Deswegen sollte das quasi hinter den Raumteilen. Ist dann auch mal ein bisschen dunkler, dann scheint einem nicht direkt die Mittagssonne aufs Gesicht und weckt einen. Ja, das ist sinnvoll. Der Preis dafür ist halt, dass ich jetzt im Tageslicht den Computer stehen habe. Ja. Aber gut, zur Not kommt da irgendeine Folie vor die Fenster. Oder ich muss öfter mal die Markise runterlassen oder sowas. Also der Kante von hier hatte immer so eine ISO-Decke im Fenster hängen. Ja, die beste Freundin hat einfach ihr komplettes Fenster mit Window-Color zugeschmiert. Aber das kriegst du doch nie wieder ab. Das war nicht ihr Problem. Okay, das ist dann natürlich ein Punkt. Nee, ich habe hier noch Window-Color so. an den Küchentüren und an der Wohnzimmertür. Das kriegst du nie wieder ab. Ja. Die ersten paar Monate geht das noch. Und wenn das mal ausgehärtet ist, keine Chance. So, ich nehme dich wieder mit rüber und dann können wir weitermachen. Alles klärchen. Ob alt, ob jung. Ob jung, ob alt. Kaffee schmeckt warm und Kaffee schminke Kaffee. Kaffee, die zarteste Versuchung, seit es Kolonien gibt. Natürlich habe ich Angst, dass Dela das rausschneidet und aus dem Kontext, aber das macht auch den Reiz dieser Sendung aus. So, da bin ich wieder. Sehr gut. Und da ich hier nie die Aufnahme verlassen habe, hörst du mich hier auch weiter. Ja, genau das. Ja, praktisch. Kannst du mich sehen? Ich kann dich jetzt sehen. Du wolltest darüber sprechen, dass du bald 40 wirst. Richtig, ich werde bald 40. Und Männern geht es ja nicht besser als Frauen. Die Schwerkraft schlägt zu und Dinge, die früher eng am Körper waren, fangen an zu hängen. Ja, aber bei euch Männern macht das doch eher längenmäßig nicht. Sprich weiter. Ich weiß noch nicht genau, worauf du hinaus willst. Naja, Schwerkraft, Bodennähe zieht Dinge in die Länge. Genau. Dinge in die Länge ziehen ja generell erstmal nicht verkehrt bei Männern. Das ist richtig. Aber irgendwann fängst du an zu stolpern und trittst auf dein eigenes Leder und es wird komisch. Um dem entgegenzuwirken, habe ich mein erstes Geburtstagsgeschenk bekommen. Ich zeig dir das mal kurz. Jetzt habe ich Angst. Ich habe eine Sackkarre. Ja, voll gut. Und zwar passenderweise in Schwarz. Ausgezeichnet. Ja. Und ich habe auch ein kleines schwarzes. Warte, das zeige ich dir auch. Die meisten Menschen, habe ich mal gehört, von Hörern dieser Sendung, klagen sich darüber, wenn sie das bekommen, weil sie es in anderen Farben gerne haben. Aber ich habe eine schwarze ADAC-Karte bekommen. Ist das mit, also hat das eine Farbkodierung, die irgendwas bedeutet? Nein, überhaupt nichts. Ich habe einfach eine neue Karte bekommen, weil, glaube ich, Zeit war, weil die alte abgelaufen war. Und Brief war so sinngemäß, hallo, vielen Dank für 10 Jahre dabei sein. Heute bekommen Sie eine neue Karte und die war schwarz. Das fand ich voll cool. Ja, schon. Andere müssen darum betteln, dass sie in schwarz bekommen. Und ich meine, du hast jetzt kein E-Auto, aber ich glaube, Jonas ist im ADAC wegen der E-Auto-Geschichten. Weil die dann irgendwie billiger laden oder irgendwie was. Okay. Aber ich glaube, das gilt auch für jede Mitgliedschaft, wenn ich mich nicht täusche. Für mich hat das ein anders. Ich habe ja kein eigenes Auto. Aber für mich ist es einfach ganz praktisch, dass wenn ich mal ein Auto durch die Gegend fahre, dass ich auf jeden Fall abgeschleppt werde. Und es gibt da auch irgendwelche Tankvergünstigungen bei verschiedenen Tankstellen oder sowas. Also genau. Was halt ganz schön ist, so Leihwägen und sowas sind zum Teil günstiger.
Ja, das hatten wir ja jetzt, wo wir den Transporter für den Umzug geholt haben. Richtig, ja, ja. Das war tatsächlich auch ein sehr gewaltiger Unterschied. Also, ja, das ist ganz praktisch. Weil ich das auch schon hatte, dass ich quasi über den ADAC einen Leihwagen, einen Mietwagen gebucht hatte. Und beim Abholen dann sagte hier, ADAC-Mitglied, will man Auto abholen. Und die Frau von der Firma dann sagte, wenn sie es jetzt nicht über ein ADAC machen, dann geben wir ihnen nochmal so und so viel Rabatt, wenn sie es direkt über uns. Ach, dann sind sie ein bisschen günstiger. Fand ich ganz lustig. Ja, dann. Gib mir noch eine Sekunde, ich muss noch mal kurz in die Rollstuhltasche, bin sofort wieder da. Alles klar. Da bin ich wieder. Hallo. Hallo. Hatte ich dir eigentlich schon erzählt, dass wir jetzt ein voll gutes Feature haben? Im Auphonic gibt es ja jetzt neuerdings diese Stille rausschneiden Sache. Ja, habe ich von gehört. Und die ist tatsächlich echt gut. Okay. Also die erleichtert mir massiv die Arbeit. Das ist schön. Weil bei mir war ja tatsächlich das gerade bei Königsblut der Gast. Da habe ich ja fast nie nach Inhalt geschnitten. Sondern eben wirklich größtenteils, ich schneide ja auf Sicht. Das ist ja sowas, okay, was ja auch noch keiner versteht. Ich sehe die Tonspur und sehe die Pausen. Und mache dann immer die Pausen raus. Okay. Das brauche ich jetzt nicht mehr tun, das ist voll praktisch. Hat der irgendwie so eine Art, ich sag mal so eine Art Filter, dass so 2 Sekunden Pause ist noch okay, alles was drüber hinausgeht, schneide ich oder? Ich glaube, man kann es einstellen. Ich habe es aber noch nie gemacht. Also ich habe es jetzt über der Standardeinstellung gemacht und es lief eigentlich ganz gut. Also sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Funktion. Das ist eine sehr feine Sache. Überhaupt muss ich wirklich sagen, diese ganze Auphonic-Magie, die ist ihr Geld schon echt wert. Ja, das ist. Und ich meine gerade bei so Sachen wie bei uns, wo wir nun sehr unterschiedliche einen sehr unterschiedlichen Stimmaufbau auch haben und solche Sachen, ist das schon echt geil. Ich hatte das jetzt wieder irgendwo gehabt, wo ich ein Audio durchgejagt habe, was in einem Café aufgenommen wurde. Im Original hast du vor lauter Nebengeräuschen nichts mehr gehört von der eigentlichen Tonspur. Also du hast gehört, da reden Leute, aber es war echt undeutlich und so. Hat das gesamte Café rausgerechnet. Ja. Wahnsinn. Ja, danach also, hat sich's manchmal ein bisschen roboterhaft angehört, was bei rauskam, aber du hast verstanden, was da gesagt wurde. Eben, und das ist es ja meistens, was schon das Problem ist. Ja. Nee, also das muss ich wirklich. Ich meine, ich gebe zu, ich bin ja eigentlich ein großer Fan von Atmosphäre. Ja, die muss halt im richtigen Rahmen sein. Ich wollte gerade sagen, je nach Anwendungsfall ist das schon echt Gold wert. Auf jeden Fall. So. Wollte ich doch mal kurz da drauf drücken? Nee, da nicht. Da oben wollte ich drauf drücken. Aua. Ach so. Ach. Ja. Naja, jetzt weiß ich nicht. Willst du noch Columbo gucken oder willst du nicht Columbo gucken? Wir haben die Stunde schon wieder fast voll, ne? Machen wir das, wenn wir geistig anwesend sind. Werden wir jemals geistig anwesend sein? Das ist eine gute Frage. Wie lang geht eine Folge? Eine Dreiviertelstunde? Nee, ich glaube eine Stunde, wenn nicht sogar länger. Stunde? Also es könnten sogar 90 Minuten sein, ich bin mir nicht sicher. Lass uns das doch mal gerade rausfinden. Faszinierend, 103 Minuten. Ui, sogar über Filmlänge. Mhm. Das ist beeindruckend. Pass auf, dann mache ich dir folgenden Vorschlag. Ich bin mir relativ sicher, wir haben das in der Müllnummer schon getan, aber... Lass uns doch mal über die Faszination dieser alten Serien reden. Ich bin ja persönlich ein großer Fan allgemein von Peter Falk. Ich finde den großartig, weil der halt in seiner ganzen Art passt der überhaupt nicht nach Hollywood, finde ich. Ja, absolut. Und das macht ihn für mich unglaublich sympathisch. Richtig. Und, Siffigkeit ist nicht das richtige Wort, aber... Weißt, was ich meine? Dieses, dass er halt immer den Eindruck macht, das wäre gerade aus der Kneipe gefallen. Es ist eben nicht das Hochglanz-Hollywood, sondern es ist eben genau das Gegenteil. Genau das. Und was ich halt tatsächlich auch ganz nett finde, es ist zwar Propaganda,
Aber es ist halt nicht so krasse Propaganda, wie man sonst in diesen Serien so hat. Es tut mir voll leid, mein Kopf versucht gerade Propaganda auf Copacabana zu singen. verstehe. Ich bedauere, aber da kann ich dir leider auch nicht helfen. Nee, aber wenn du so überlegst, ich meine, er regt sich ja selber eigentlich jede zweite Folge darüber auf, dass sein Chef ein Idiot ist, dass er ihn auf den Sack geht. Ich meine, ja, das ist Taktik, aber... Und er hat ja jetzt auch nicht unbedingt die höchste Meinung von seinen Kollegen. Weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß, wie lange ich das nicht mehr geschaut habe. Also zumindest habe ich so in Erinnerung, dass es so ist. Faszinierend. Und ich meine, ja, über die Rechtsanwendung in diesen Serien brauchen wir uns, glaube ich, per se nicht unterhalten. Aber das ist halt überall so. Ja. Aber ich fand das tatsächlich bei Columbo immer noch recht erträglich, diesen Punkt da, der ganzen Sache. Ah, ich glaube, ich habe falsch geguckt. Ich glaube, ich habe den Pilotfilm gerade geguckt, der 103 Minuten. Ah, Wikipedia sagt 95 Minuten, der Pilotfilm, erste Folge 72 Minuten. Aber wie gesagt, wir können das auch mal anders machen. Was ich faszinierend fand, ich weiß nicht, ob wir das besprochen hatten oder ob ich es irgendwo anders... Staffel 1, Folge 1... Weißt du, wer da Regie führt? Nee, ich weiß nur vom Pilotfilm, dachte ich. Erste Folge, erste Staffel, Steven Spielberg. Okay, ich dachte, das gilt für den Pilotfilm. Das mag sein, dass der auch im Pilotfilm, das weiß ich nicht. Aber das weiß ich nur von der Sprechkabine, weil die Sprechkabine mir das erzählt. Da habe ich es vielleicht gehört, das kann sein. Wir grüßen an dieser Stelle, auch wenn sie es nie hören werden, die Jungs von der Sprechkabine. Faszinierend. Und ich höre euch immer wieder gern. Woher kenne ich denn Jack Cassidy als Namen? Oh, es sagt mir irgendwas, aber... Ah, okay. Schauspieler und Sänger. Broadway-Schauspieler. Ja. Was wir auch machen könnten, ist, dass wir an dieser Stelle die Folge beenden. Aber wir gucken Columbo und machen das zu einer neuen Folge. Weißt du was? Ich hole die DVD. Wir machen hier einen Cliffhanger... mäßigen Superbreak. Genau. Und in der nächsten Folge werdet ihr dann hören, wie wir Columbo gucken. Genau. Das ist eine gute Idee. So machen wir das. Dann war es mir wie immer eine Ehre, für euch und mit euch zu senden. Und, ich lupfe meinen imaginären Hut. Genau. Und wir hören uns dann demnächst wieder und gucken dann zusammen Columbo. Bis dahin. Bis bald. Tschüss. So. Drück das Knöpfchen. Ja, das ist nicht so einfach, weil dazu muss ich immer den Account wechseln. Ach so. Moment.